Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was ein Laplace-Experiment ist und wie man Ergebnisräume bestimmt. Unser Ziel für dieses Video wird sein, Laplace-Experimente zu identifizieren. Dazu nutzen wir eine Laplace-Checkliste, um die beiden Eigenschaften eines Laplace-Experiments zu überprüfen. Wie das genau ausschaut, erfährst du gleich. Wir sind jetzt hier bei Box 6 auf dem Arbeitsblatt angekommen. Diesmal sollen wir drei verschiedene Zufallsexperimente untersuchen, indem wir zuerst einmal den jeweiligen Ergebnisraum bestimmen und dann mit Hilfe dessen überprüfen, ob die beiden Eigenschaften für das Laplace-Experiment erfüllt sind oder nicht. Ich bitte dich jetzt einmal, das Video zu pausieren und die Aufgabe zunächst selbstständig zu lösen. Den Vergleich machen wir danach gemeinsam. Ich hoffe, du hast dir deine Lösungen notiert. Wir werden jetzt die drei Experimente der Reihe nach durchgehen. Beim ersten Experiment würfeln wir einen Laplace-Würfel und schauen uns dann an, welche Augenzahl gewürfelt wurde. Achtung, nur weil hier mit einem Laplace-Würfel gearbeitet wird, heißt das noch nicht automatisch, dass es auch ein Laplace-Experiment ist. Deswegen überprüfen wir jetzt, ob die beiden Eigenschaften erfüllt sind und ob es sich auch tatsächlich um ein Laplace-Experiment handelt. Zunächst einmal überlegen wir uns, wie der Ergebnisraum aussieht. Wir haben einen sechsseitigen Würfel. Es gibt sechs mögliche Augenzahlen, die wir würfeln können, und da wir bei dem Experiment auch darauf schauen, welche Augenzahl dann oben aufliegt, ist unser Ergebnisraum einfach die Menge der sechs Augenzahlen. Deswegen ist Omega endlich und die erste Eigenschaft ist erfüllt. Wir könnten diese auch mit den Zahlen von 1 bis 6 aufschreiben. Dann wissen wir außerdem, weil es ja ein Laplace-Würfel ist, dass jede Augenzahl, also jede Seite des Würfels, mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gewürfelt wird. Da also die Elementareignisse, also die einzelnen Augenzahlen, gleich wahrscheinlich sind, ist dort die zweite Eigenschaft erfüllt und es handelt sich tatsächlich um ein Laplace-Experiment. Jetzt schauen wir zum zweiten weiter. Hier haben wir eine Box mit drei schwarzen und zwei weißen Kugeln. Eine davon wird herausgezogen und in diesem Fall ist das Ergebnis des Experiments, welche Farbe die gezogene Kugel hat. Wir haben also hier die Box und fünf Kugeln. Und jetzt müssen wir aber aufpassen. Der Ergebnisraum ist nicht diese fünf Kugeln einzeln, sondern einfach nur die beiden Farben, die wir ziehen können, also entweder schwarz oder weiß. Also ist Omega die Menge schwarz-weiß. Wir könnten das auch ausschreiben. Das wäre eine andere Menge, Möglichkeit, diesen Ergebnisraum aufzuschreiben. Wir sehen jetzt hier, Omega besteht aus zwei Elementen, also ist Omega endlich und die erste Eigenschaft ist auch hier erfüllt. Wie schaut es mit den Elementareignis-Wahrscheinlichkeiten aus? Wir müssen uns also überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ziehen wir eine schwarze Kugel und mit welcher Wahrscheinlichkeit eine weiße. Für die schwarze Kugel gibt es drei günstige Fälle, also von den fünf Kugeln gibt es drei günstige, weil diese schwarz sind, von insgesamt fünf möglichen Kugeln, die wir ziehen können. Und für die weißen gibt es zwei günstige von fünf möglichen Fällen. Wir kommen also auf die beiden Wahrscheinlichkeiten für schwarz 3/5 und für weiß 2/5. Diese sind aber nicht gleich groß und deshalb ist die zweite Eigenschaft nicht erfüllt. Es handelt sich also hier nicht um ein Laplace-Experiment. Bevor wir jetzt mit der dritten Aufgabe weitermachen, habe ich eine kleine Fleißaufgabe für dich. Überlege dir, was du bei diesem Experiment verändern könntest, sodass ein Laplace-Experiment daraus wird. Okay, das Problem hier war ja, dass zwar eine Eigenschaft erfüllt ist, aber die zweite nicht. Wir wissen also, die Ergebnisraummenge hat zwei Elemente und ist damit endlich, das passt soweit. Was könnten wir jetzt tun, damit auch die Elementareignisse gleich wahrscheinlich sind? Das Problem war ja, dass wir nicht gleich viele schwarze und weiße Kugeln in der Box haben. Wir könnten also zum Beispiel einfach eine schwarze Kugel herausnehmen oder alternativ auch eine weiße Kugel dazugeben. Wichtig ist nur, dass gleich viele schwarze und weiße in der Box drin sind. Dann, wenn wir also eine schwarze herausnehmen, haben wir zwei schwarze Kugeln von vier Kugeln insgesamt, also zwei günstige von vier möglichen. Und dasselbe gilt auch für die weißen Kugeln. Auch hier sind das dann zwei günstige von vier möglichen. Und so kommen wir dann auf die Wahrscheinlichkeiten für sowohl die schwarze als auch die weiße Kugel mit jeweils 1/2. In diesem Fall wäre die zweite Eigenschaft erfüllt und es würde sich dann auch um ein Laplace-Experiment handeln. So, jetzt sind wir beim dritten und letzten Beispiel angekommen und auch diesmal wird mit einem Laplace-Würfel gewürfelt und zwar so lange, bis wir einen Sechser gewürfelt haben. Das Ergebnis bei diesem Experiment ist also nicht die Augenzahl selbst, sondern die Anzahl der Würfe, bis diese bestimmte Augenzahl, nämlich der Sechser, zum Liegen kommt. Um jetzt hier einen Ergebnisraum zu bestimmen, können wir also nicht die Augenzahlen nehmen und in die Klammern reinschreiben, sondern wir müssen uns überlegen, was tatsächlich gesucht ist, nämlich die Anzahl der Würfe. Es ist das Problem das folgende. Wir wissen nicht, wie viele Würfe wir brauchen. Es kann sein, dass wir gleich beim ersten Wurf einen Sechser würfeln. Es kann aber auch sein, dass das bis zum zweiten Wurf dauert. Oder bis zum dritten, oder vierten, oder fünften und so weiter. Jede beliebige Anzahl von Würfen kommt in Frage. Es kann nämlich auch sein, dass wir tausendmal würfeln, ohne einen Sechser gewürfelt zu haben.
Wir haben also hier den Ergebnisraum Omega gleich die unendliche Menge der natürlichen Zahlen, weil ja jede beliebige Anzahl von Würfeln in Frage kommt. Und deswegen ist die erste Eigenschaft nicht erfüllt und es handelt sich somit auch nicht um ein Laplace-Experiment. Die zweite Eigenschaft ist übrigens auch nicht erfüllt. Und warum das so ist, schauen wir uns jetzt kurz an. Wie berechnen wir die Wahrscheinlichkeit, bei einem bestimmten Wurf erst eine 6er zu würfeln? Schauen wir uns das mal für den ersten Wurf an. Um beim ersten Wurf einen 6er zu würfeln, ist die Wahrscheinlichkeit einfach ein Sechstel, weil wir ja einen günstigen von 6 möglichen Fällen haben. Und das ist dann so weiter umgewandelt in Dezimalzahlen und Prozentsatz, ungefähr 16,7%. Für den zweiten Wurf funktioniert das so. Wir überlegen uns Folgendes, und zwar, dass wir beim ersten Wurf keinen 6er würfeln. Das heißt, für den ersten Wurf wollen wir keinen 6er, deswegen haben wir 5 günstige und einen ungünstigen von 6 möglichen Fällen. Und erst beim zweiten Wurf wollen wir wieder dieselbe Situation wie bei der ersten Wahrscheinlichkeit. Hier wollen wir einen 6er würfeln, also haben wir einen günstigen von 6 möglichen. Warum diese Verkettung hier mit dem Malzeichen passiert, das erfährst du in einem anderen Video zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wichtig ist jetzt hier, wenn wir das ausmultiplizieren, kommen wir auf 5 36stel und das ergibt den Prozentsatz umgewandelt ungefähr 13,9%. Und hier sehen wir schon sehr gut, dass die beiden Wahrscheinlichkeiten nicht gleich groß sind und deswegen ist auch diese Eigenschaft nicht erfüllt. Wenn wir das Spiel noch weiter treiben und zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für den dritten Wurf ausrechnen, haben wir wieder beim ersten Wurf keinen 6er, beim zweiten Wurf ebenfalls keinen 6er und erst beim dritten Wurf den 6er. Wenn wir diesen Bruch ausmultiplizieren, kommen wir auf 25/216 oder als Prozentsatz ungefähr 11,6%. Also hier merken wir, dass auch die Wahrscheinlichkeit mit einer steigenden Anzahl von Würfen immer kleiner wird. Zusammenfasst, wir wissen, die zweite Eigenschaft ist eben auch nicht erfüllt und das liegt daran, dass die Wahrscheinlichkeiten hier mit jedem Wurf kleiner werden. Damit sind wir fertig. Hier hast du nochmal die Übersicht der Ergebnisräume und der entsprechenden Einträge in der Laplace-Checkliste. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.